verzieht er sich wieder. Dann holen wir uns mal den Zerschneider. Heilen. Ein letztes Mal, bevor das Schiff abfährt. Haben wir die MSN geschafft. Das auch noch ohne Verluste. Gut, die einzige, die uns bis jetzt was gekostet hat, war das blöde Mistvieh. Ist die Frage, hole ich mir jetzt noch meinen Dick da? Was anderes kann ich dort, glaube ich, eh nicht fangen. Nur die Kadi nach vorne, weil die hat im Zweifelsfall den Schutz gegen die Schaufler-Attacken. Außerdem können wir da davon laufen, wenn uns Victory entgegenkommt, mit Ausweg los. So, okay. Das Viech würde ich mir dann gerne mal fangen. Ich hoffe einmal bald, dass ich es damit jetzt nicht umbringe. Weil, ja. Ich weiß, Dicta hat eine ziemlich miese Def. Spätzdef nicht unbedingt so viel besser, aber... Was heißt nicht so viel besser? Sie ist ungefähr doppelt so gut wie die Def, aber... Dadurch, dass die Def einfach so schlecht ist, ist die Spätzdef jetzt auch nicht unbedingt so gut. So, wir haben ein weibliches Dicta. Denn noch? Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Die Fio war noch nicht. Dann ist die Fio heute ein Dicta. So. Okay. Da durchmarschieren tue ich ein andermal. Das mache ich, glaube ich, nach der Arena. Ich glaube, ich mache jetzt auch gleich wieder ein klein wenig Offscreen-Training für unser Dicta. Entschuldigung, musste gerade niesen. So. Weil in der nächsten Arena, ich glaube, das könnt ihr mir alle irgendwo nachvollziehen, will ich die Kadi nicht wirklich dabei haben. Kadi wird es mir wahrscheinlich auch danken, wenn... Oder beziehungsweise sie wird es verstehen, wenn ich sie in einer Elektro-Arena nicht unbedingt dabei haben will. Nun, die kleine Fio muss ich jetzt ein bisschen nachtrainieren. Was haben wir denn überhaupt? Kauziges Wesen ist auch ein neutrales Wesen. Wir haben hier auf jeden Fall einen schönen Angriff. Und ja, wie zu erwarten, eine supergeile Init. So schnell wie unsere Valley, aber gut, da sind auch noch zwei Level dazwischen, ne? Bei von 43 auf 52 kommen wir da auch nimmer. Na gut, das ändert sich noch, wenn sich die Fio entwickelt. Wenn es soweit kommt, hoffentlich mal. Die Kadi werde ich auf jeden Fall danach wieder ins Team nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen ich danach rauslassen soll. Wahrscheinlich aber eher die Fio, weil ich will jetzt nicht unbedingt zu viel Boden-Pokémon mit mir rumschleppen.
Auch wenn ich... Na gut, Kadi war jetzt bis jetzt mein einziges Flug-Pokémon. Und mal schauen. Fio bleibt dann erstmal auf der Ersatzbank für den Fall, dass wieder was passiert. Und dann habe ich zumindest noch ein weiteres Boden-Pokémon da. Also dann, ich mache ein klein wenig Offscreen-Training, bis die Fio auf Level 21 ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. So, ich bin wieder da. Ich habe ein klein wenig trainiert. Ganzes Team ist jetzt Level 22. Die Fio wollte noch Kratzfurie lernen, habe ich aber gesagt, nee, lass mal. Bei der ersten Intensität hat die Kleine übrigens auch direkt eine 10er rausgehauen. Da habe ich mir auch gedacht, ja gut, da war es wenigstens mal nötig. Es war gegen einen Sandan. Und, ja, ich habe Dirk hier dem Zerschneider beigebracht, habe ihm dafür den Wickel verlernt. Weil ich habe mir gedacht, bei ihm ist es am sinnvollsten, bei ihm dauert es nämlich am längsten, bis der wieder anständige Attacken lernt. Die nächste halbwegs anständige ist Säure. Wobei die eigentlich ganz gut bei ihm ist, weil Dirk ist ja, wenn man es mal genau nimmt, eigentlich ein physisches Mann. Also, er ist mixed, aber physisch ist er ein klein wenig besser, als er speziell ist. 40 zu 42. Kleiner, aber feiner Unterschied. So. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die Elektro-Arena angehen. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was die alles für Viecher hätten. Aber mit Belly kann ich nicht allzu viel falsch machen. Okay, hier haben wir ein Pika. Pika, Pika. Ich habe übrigens gerade eben noch mit dem Kampfhunter trainiert, weswegen ich ein klein wenig Geld noch verdient habe bei der ganzen Geschichte. Wir sind jetzt zumindest wieder einigermaßen flüssig, also flüssig genug, dass wir mal wieder ein paar kleine Tränke und so ein Zeug kaufen können. Dass wir nachher dann auch schön durch den Felstunnel durchkommen. Der Fight noch. Man meint auch nur, dass da irgendwo ein Magnetilo kommt. Weil Magnetilos kann der jetzt mit dem Durchbruch, den er jetzt hat, ganz, ganz leicht verprügeln. Volteball kommen, okay. Gut, Volteball gehen auch relativ einfach. Ja, Ultraschall. Der kann mich damit wenigstens nicht töten. Es sei denn, ich habe weniger als 20 KP. Oh, 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 oh. Das wäre ein Volltreffer gewesen wäre. Aber war auch gerade ganz vergessen, dass Funkensprung hier auch noch eine spezielle Attacke ist, was jetzt auch nicht so viel Unterschied gemacht hätte. Weil, ja. Fight hat zwar wesentlich weniger Def als Spätz Def, aber Volteball hat auch wesentlich weniger Angriff als Spezialangriff. Also da hätte es... Also das hätte sich die Klinke in die Hand gegeben, ob die jetzt physisch oder speziell war. Auf jeden Fall haben wir den Alfred hier jetzt besiegt. Der Fight sollte lieber mal nach hinten gehen. Will, dass der noch ein Raser führt. So ein kleiner gelbbrauner Wutfussel. Ein Pika Pika. Okay, das könnte interessant werden, weil vor allem ich glaube, das Viech könnte schneller sein als ich. Oh, wir sind schnell. Oh, Fio. Du bist toll. Haust da einfach mal wieder eine 10er Intensität rein. Fast einen Level up, okay. Bevor wir zum Major Bob gehen, ich will, dass unser Fight zumindest noch vollgeheilt ist. Ich habe zwar nicht unbedingt vor, den in dem Kampf zu benutzen, aber wer weiß, ob es vielleicht nicht dazu kommen muss. Und dann hätte ich ihn doch lieber mit vollen KP, wenn ihr versteht. So.
Tränke haben wir ja eigentlich noch genug dabei. Also gerade Supertränke. Den kleinen muss ich hier, brauche ich ja sowieso nicht mehr ankommen. So, jetzt geht das lustige Rätselraten los. Wo sind die Schalter? Nope, 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 nope. Nee, nee. Nope. Hier auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Na, wo ist er denn? Am letzten. Okay, jetzt ist die Frage. Okay. Ich weiß, dass der zweite immer direkt neben dem ersten ist, aber da hat man immer so eine. Ja. Okay, hier haben wir Nummer 1. Okay, welcher daneben ist es? Oben, unten, links oder rechts? Ich probiere es jetzt einmal mal hier. Ne, der war es wieder nicht. Und wieder oben brauche ich eigentlich noch nicht mehr so einen Zug. Okay, haben wir einen. Schauen wir mal hier. Hier haben wir den zweiten. Okay, sehr schön. Haben wir dieses dämliche Rätsel wieder geschafft. Okay, mit was fängt er an? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig. Ich weiß aber, dass er ein Pikachu, ein... Hat er einen Voltball oder hat er einen Magnetido? Pikachu, Voltball, Raichu. Auf jeden Fall hat er einen Raichu. Gegen Raichu habe ich sowieso schon meinen kleinen Kenji reserviert. Dass der das macht. Okay, er fängt mit Voltoball an. So. Wir könnten auf YOLO-Intensität gehen und hoffen, dass es mindestens 7 trifft, oder wir gehen auf Nummer sicher und machen Schaufler, weil der one-hittet auch. Die Sache ist, dass der könnte auf Doppelteam gehen. Deswegen mache ich einmal meine Intensität. Und wir kriegen einen neuen. Super. Fio. Haust hier die ganz, ganz großen Zahlen hier wieder raus. Plus 1 KP. Ja, dickter und seinen KP-Wert. Dann kommt Pikachu. Ja, das machen wir auch noch mit der Fio. Einfach mal hoffen, dass keine 4er und keine 5er Intensität kommt. Eine 6er, die sollte reichen. Das macht Stärke, hat Stärke 50. Aufgerundet auf 100 wegen sehr effektiv. Mit Step 150 Schaden, ja, das reicht. So, dann kommt Raichu. Weil ich nicht unbedingt will, dass mir Fio jetzt von einem Rückzug-Heap-Crit umgehauen wird, was sehr gut passieren kann, schicke ich hier unseren Profi-Lochgraber ran. Ja, wenn unser Kenji schon so viel Schaden von einem Rückzug-Heap kriegt, dann würde das unsere Fio so gut wie one-hitten. Weil unsere Fio hat leider gar keine Verteidigungswerte. So. Dann haben wir jetzt den Donnerorden und wir kriegen die Schockwelle. Die kann aber, glaube ich, niemand von uns lernen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die hier niemand lernen kann. Ich schaue es aber mal. Wendy kennenzulernen. Rein Interesse habe, wie sieht Wendys Spezialangriff aus? 29 zu 39. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Das lassen wir mal lieber. Okay. Dann haben wir die Arena jetzt auch überlebt. Unser Kenji hat einen Ruckzuck-Hieb-Schaden bekommen. Was mich aber gewundert hat, ist, dass unser Kenji sogar schneller war als das Raichu. Ich meine, gut, unser Kenji hat ein Init-Plus-Wesen, aber ein Sandama hat eine Init-Base von 65, ein Raichu hat eine Init-Base von 100, also in Gen 3 noch. Später waren es dann 110.
kommt Gen 6. Dass ich mit dem einen Raichu überhole, das hätte ich nicht gedacht. Der hat mich ja in der ersten Runde mit dem Ruckzuck überholt. Der Schaufler kam mir dann direkt dahinter und eine Minus-Prio-Attacke kann Raichu nicht. Naja, mir soll es egal sein. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Die Cuddy werde ich jetzt dann auch wieder mitnehmen. Wahrscheinlich wird die Fio dann erstmal eine Pause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich speichere hier und ja. Was gibt's noch groß zu sagen, außer macht's gut.